Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in dieses wunderschöne Schätzelein. Ich freue mich da jedes Jahr aufs Neue drauf. Und zwar habe ich hier einmal den Mai Müsli Müsli Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist jedes Jahr ein Klopper, ne? Das ist nämlich halt echt so ein Brocken von Adventskalender. Wir haben hier nämlich 24 Müslis drin enthalten. In diesen großartigen To-Go-Bechern, da sind tatsächlich auch 8 neue oder ganz exklusive Sorten drin, die man so im Online-Shop nicht kaufen kann. Und ich liebe Müsli. Wenn ich meinen Freund abends frage, was essen wir heute Abend, Schatz, sagt er selten sowas wie Toast, sondern er sagt eigentlich immer Müsli. Und deswegen glaube ich auch, dass es echt ein Adventskalender für uns ist. Und ja, nicht nur ich stelle den vor, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place für eine zweite Meinung. Schaut super gerne mal bei ihr vorbei. Und ja, der kostet regulär 69,95. Es gibt 3 verschiedene Varianten, die dieses Jahr und ihr könnt auf alle davon sparen. Setze ich euch auch nochmal einen Link in die Infobox und schreibe ich euch auch nochmal rein. Denn diese Schätzelein habe ich in Kooperation zugeschickt bekommen. Ich freue mich wie Bolle und ja, darf ihn eigentlich euch heute einmal vorstellen. Und weil ich mich so sehr freue, das wisst ihr, verlose ich auch gerne in diesem Video wieder etwas. Ne? Ich bastle euch einen selbst zusammengestellten Adventskalender und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein und schau mal, welche Sorte ich mir heute Abend gönnen darf. Ach so. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und verfolge mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ich glaube, der 1. Dezember ist echt so ein Klassiker, ne? Also wir haben ja Bio-Müslis drin, die eigentlich immer super abwechslungsreich sind, weil mein Müsli ja auch wirklich diese Individualität, Mensch, sehr, sehr groß schreibt, was ich liebe, ne? So eigenes Müsli-Mixen und so weiter, damit sind die ja groß geworden. Aber ich glaube, jedes Jahr starten die hier mit dem Save the Ocean und ich glaube, das hat so ein bisschen was von Beständigkeit. Ich bin ja auch so ein, wenn ich meine, mein Inneres beschreiben müsste, bin ich ja einerseits ein total beständiger Mensch, aber andererseits liebe ich ja auch die neuen Erfahrungen und so weiter und genau, und feiere das halt auch total. Deswegen, na, mal gucken, wie es jetzt weitergeht, aber das macht mich schon mal glücklich in Hinsicht auf, ich mag Beständigkeit. Es ist ein sehr leckeres Müsli, hier haben wir halt dieses Granola mit drin, wir haben hier auch ein bisschen Schoki mit am Start. Guck mal, die Sauerkirschen, das ist nämlich hier so das Ding, was ich hier auch immer mega dran feiere. Lecker. Auch eine Sorte, die absolut das Ding von meinem Freund ist, ist hier die Chocolate. Hoher Ballaststoffgehalt, vegan, palmölfrei. Genau, die haben, glaube ich, bei allen meinen Müsli-Sorten oder bei den ganzen Müslis, ne, dass die halt kein Palmöl auch mit drin haben. 85 Gramm. Ich glaube, jeder Becher hat 85 Gramm. Und ich habe die damals auch kennengelernt. Also es ist Jahre her. Das ist eine lange Zeit vor YouTube gewesen. Ich glaube, da bin ich noch zur Schule gegangen oder so. Oder Berufsschule. Da war ich im DM und da gab es diese To-Go-Becher. Und ich glaube, die gibt es so gar nicht mehr zu kaufen, was ich echt schade finde, denn ich finde die total praktisch. Die kannst du halt super so mitnehmen. Und ja, das ist halt einfach so Haferflocken zusammen mit Schokolade. Und das sieht einfach, wenn man sieht, dieses Sichtfenster, ne, das ist so frech, das macht direkt Hunger. Oh. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und ich glaube, das ist so ein ganz besonderes Ding. Das habe ich, glaube ich, so noch nicht gehabt. Das ist das Strawberry Acai Granola. Und sowas finde ich immer extrem lecker. Ich mag gerne Erdbeere oder Kirsche so in den Müslis. Und du siehst hier auch richtig diese gefriergetrockneten Früchte. Und die werden, die kommen richtig gut in den in den Müslis, ne? Ja, und dann halt dieses Granola, dass man hier noch ein bisschen mehr Bissfestigkeit oder sowas hat, so ein bisschen mehr Crunch. Und ich mag das. Dinkelquinoa, Knusperstückchen sind hier nämlich mit 21% drin. Und dies, das Ananas, Acai-Pulver und so. Ich mag das. Es ist einfach lecker. Hier haben wir die Nummer 4. Und ich finde auch, dass dieser Adventskalender sich super eignet, dass wenn man dann halt sagt, okay, ich möchte vielleicht mir mal dann irgendwann auch eine große Sorte davon kaufen, dann hast du hier super viele Möglichkeiten, einfach erstmal so ein bisschen nach links und rechts zu schauen. Raspberry Dark Choc habe ich hier drin enthalten. Also das ist mit Himbeere und dunkler Schokolade. Ich persönlich bin jetzt nicht so der ultimative Fan von dunkler Schokolade und auch nicht von Schokolade in Kombination mit Früchten. Aber meine Erfahrung ist, dass ich das in diesen Müsli-Dingern bislang eigentlich relativ gerne mochte. Wobei dunkle Schokolade hier nochmal so ein bisschen mein Endgegner ist. Das wird dann eher was für meinen Freund sein, denke ich mal. Einen Tag vor Nikolaus haben wir etwas drin, was voll meins sein wird. Und zwar Superfruit. Biofrüchte-Müsli mit Granatapfelsamen, Erdbeeren, Johannisbeeren und Himbeeren. Also das ist ja wohl mal mega geil. Guck mal, wie das auch aussieht. Oh. Und selbst wenn es jetzt eine Sorte sein sollte, die man so im Online-Shop nicht findet, wie gesagt, die kannst du dir halt auch super nachbauen. Oh, guck dir das mal an.
Ich lasse die jetzt noch zu, ne? Weil ich kann jetzt nicht 24 Müslis auspacken. Aber guck mal, wie groß diese Früchte da drin auch sind. Das ist so ansprechend. Also die Sorte habe ich noch nicht gesehen und die finde ich gerade richtig geil. Nikolaus ist der 6. Dezember. Oder der 6. Dezember ist Nikolaus. Und da darf es gerne was Besonderes sein. Und hier ist auch tatsächlich eine Weihnachtssorte drin. Christmas Schoko Crunchy. Ich denke, das ist dann so ein bisschen auch mit. Nee, ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt irgendwie mit Zimt oder so. Mit Kakao, Quinoa, Crunchy, Zartbitter-Schokoplättchen und Krokantbällchen. Oh, das ist natürlich irre geil, ne? Also da muss ich aufpassen. Das wird sicherlich etwas sein, was mein Freund ganz schnell essen wird. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich hier vorher auch so ein paar Bilder für Instagram und so mache. Sonst ist das Ratzeputz weg. Am 7. Dezember haben wir eine Sorte drin, da muss ich immer an meine Mama denken, weil das so ein bisschen Bananensplit-mäßig ist. Schoko-Banana. Ich persönlich, wie gesagt, mag nicht so gerne Schoko und Früchte zusammen. Das hier finde ich okay. Ich mag gerne Bananen, ich mag gerne Schoko. Das in Kombination, aber hier ist es eigentlich ganz gut kombiniert. Ist aber nicht mein absoluter Favorit. Und ich denke, dass ich das dann eher so meiner Mama mit in den Adventskalender packen werde oder so. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Aber nicht jeder Hersteller von Adventskalendern weiß, dass Sammy an dem Tag Geburtstag hat. Deswegen wird das nicht grundsätzlich berücksichtigt. Hier haben wir einen Klassiker drin. Und zwar ist es das Birchermüsli. Das ist immer so ein bisschen feiner. Aber dann hast du noch so Apfel mit dabei. Ist immer recht lecker, finde ich. So schaut es aus. Da haben wir auch Rosinen mit dabei, Apfelstückchen, Mandeln. Ne? Finde ich ganz lecker. Und das ist halt auch eine Sorte, die esse ich mir dann auch manchmal so ein bisschen mit wärmerer Milch. Ne? Dass ich mir so lauwarme Milch reinmache. Das hat dann noch so dieses Zwischending zwischen Porridge und Müsli für mich. Ich mag das. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas freuen. Oh, ich liebe diese Sorte. Strawberry Cheesecake. Wie geil, dass sie drin ist. Also wir haben hier nämlich ja, Erdbeerstückchen drin. Wir haben weiße Schokolade mit dabei. Wir haben Joghurt. Zitronenschokolade ist das. Das ist keine weiße Schokolade. Es sind Mini-Butterkekse. Generell Joghurtplättchen, Erdbeeren, Haferflocken. Die finde ich so lecker, die Sorte. Das gefällt mir. Und auch hier, ne, du hast echt große Stückchen hier immer drin, dass man halt nicht so ein Matsche-Müsli hat, sondern man hat halt wirklich so ein Erlebnis-Müsli bei meinem Müsli. Und das mag ich. Auch in der Nummer 10 darf es mit einer Sorte für meinen Freund weitergehen. Das ist nämlich hier Super Schock. Da hat man verschiedene Schokoladensorten drin. Also ich sehe hier auf jeden Fall weiße Schokolade, dann dürfte das Vollmilchschokolade sein und auch zartbitter. Und ja, das ist halt, ne? Schoki mag der total gerne. Der hat ja auch schon mal sein eigenes zusammengebaut. Und hier sehe ich auch so ein paar Bestandteile von dem, was er so bei sich mit drin hatte. Ich weiß ja nicht, haben wir ja auch Granola drin? Ich glaube nämlich nicht. Weil das ist das, was er in solchen Müslis immer irre feiert. Also, wenn er mal eine eigene Mai-Müsli-Sorte rausbringen würde, wäre das quasi so ein Schokomüsli mit richtig Granola drin. Ich würde sagen, es wechseln sich die Sorten auch immer so ein bisschen zwischen Schatzi und mir ab. Denn jetzt haben wir am 11. Dezember, das ist die erste, echt jetzt schon der 11. Dezember, Wahnsinn, die erste Schnapszahl, Wildberry-Joghurt drin enthalten. Das ist halt ein Wildbeeren-Joghurt-Müsli. Und sowas ist auch super lecker. Das ist jetzt nicht so super süß. Die Süße kommt dann eher durch die Beeren oder halt auch durch diese Joghurtplättchen mit. Aber das ist halt, ich finde es super lecker. Also ich mag das gerne. Honig haben wir hier auch mit dabei, ne? Das ist voll mein Geschmack. Oh, und Strawberry Cheesecake. Zur Halbzeit bekommen wir ein Bananenbrot als Müsli. Das finde ich auch sehr abgefahren. Ich hatte letztens mal von Marion ein Bananenbrot mal geschickt bekommen, ne, dass sie mir eins gebacken hatte. Das war auch super lecker. Und das hier jetzt als Müsli hatten wir, glaube ich, schon mal. Aber ich glaube, ich habe das nicht gegessen. Das war dann wahrscheinlich mein Freund. Mit Quinoa, Knusperstückchen, Kakaokeksen, Zartbitterschokolade und Bananen. Das ist halt wieder diese Thematik hier, ne? Schokolade und Früchte. Viele feiern das ja total. Und wie gesagt, hier drin mag ich das eigentlich ganz gerne. Aber ich glaube, Bananenbrot hatte ich persönlich noch nicht probiert. Am 13. Dezember, da sind wir aber wieder bei mir angekommen, denn hier ist Berry am Start. Ach, Beeren ist ja generell mein Ding. Nicht ohne Grund, nicht zu Unrecht, genau. Nicht ohne Grund haben wir, oder habe ich bei uns im Garten auch ganz, ganz viele Brombeersträucher und Himbeersträucher und so weiter. Und ich liebe es einfach auch gerne, so Beeren zu essen, ne? Und das dann halt auch in so einem Müsli ist total großartig. Ein paar habe ich natürlich noch eingefroren, die kann ich dann bei sowas auch immer schön mit reinmachen. Aber das bräuchte ich bei dem jetzt eigentlich nicht, weil das sind richtig große, große, große Beeren auch mit drin, ne? Das ist mega cool. Also nicht so geschreddert. Das spricht immer für Qualität, wenn man das halt so richtig sehen kann, ne? Sowohl bei Müsli als auch bei Tee und so. Finde ich richtig cool. Ich glaube, wir haben hier wirklich immer so einen Wechsel. Nicht nur Schatzi und Claudi, sondern halt auch so ein bisschen dieses
derber und dieses sanft bärig fluffige. Wisst ihr, wie ich das meine? Denn hier habe ich am 14. Dezember den Schoko-Brownie drin. Das ist einmal dieser hier. Und da sehen wir natürlich auch allerhand Schokolade drin. Aber dann haben wir auch noch Kakaostückchen am Start. Wir haben Schokoknusperstückchen mit drin, Haferflocken, Zartbitterschokolade. Ne? Da geht meinem Freund, glaube ich, das Herz auf, eben wegen diesen Knusperstückchen. Das könnte seins werden. Am 15. Dezember haben wir, glaube ich, auch eine besondere Sorte drin, und zwar Baked Apple Cookie Crunchy. Ey, Bratapfel, Leute, ne? Das ist quasi Bratapfel mit Crunchy Cookies drauf. Also quasi Lebkuchengewürz, also Haferknusperstückchen mit Lebkuchengewürz, Apfelstückchen und Spekulatiuskeksen. Das ist super geil geeignet, eben für die Weihnachtszeit. Wie großartig ist das bitte? Also das ist so ein bisschen wie, ich möchte was naschen und ich möchte was zum Abendbrot essen kombiniert. Und diese Stückchen von den Spekulatius sind einfach in Tannenbäumchen. Dann sehe ich hier auch noch so kleine Männchen, Schneemänner. Oh mein Gott, fängt das die Kamera auf? Das macht mein Müsli immer so süß. Da sieht man es, glaube ich, ein bisschen, ne? Wie süß. Am 16. Dezember haben wir Blueberry drin, also ein wunderschönes Blaubeermüsli. Das dürfte auch so ein Klassiker sein. Ich mag es super, super gerne. Blaubeeren, Bananen, Erdbeeren, Haferflocken, Gerstenflocken, Dinkel, Weizen, Vollkorn, Mehl, Gesundheit. Mega nice und sowas finde ich einfach lecker. Ne? Und das finde ich bei dem auch immer so ganz cool. Da färbt sich das Wasser dann auch immer so leicht lila-mäßig quasi. Nicht das Wasser, die Milch, ne, die man damit reinmacht. Ich kriege gerade einen feuchten Mund. Oh, das ist auch voll mein Vibe. Eine Woche vor Heiligabend bekommen wir ein bisschen, ja, Südsee-Vibes nach Hause. Mango, Passionsfrucht, Granola. Das sieht so lecker aus. Also nicht jeder mag ja Kokos. Ich liebe es. Ich finde es auch in diesem Müsli wundervoll. Guck mal, wie groß das auch da drin ist. Gebackene Haferflocken, Kokoschips, Mango und Apfel-Maracuja-Granulat. Wow, das wird lecker. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, Leute. Am 18. Dezember habe ich hier noch eine richtig coole Sorte drin. Blueberry Vanilla Granola. Das ist eine Sonderedition wohl mit Blaubeeren, Vanille und Pekannüssen. Oh, und diese Nüsse, ich versuche das mal einzufangen, die siehst du richtig groß da auch mit drin. Das sieht so ansprechend aus, ne? Und das kannst du ja nicht nur zum Frühstück, das kannst du zum Abendbrot essen. Du kannst es auch mal als schnelles Mittagessen essen. So mitnehmen in eine Firma, das habe ich damals auch viel gemacht, ne? Das ist einfach großartig. Und mittlerweile muss ich mir so einen Becher auch immer mit meinem Sohn teilen, weil der das immer total super findet, wenn Mama was genießt, ne? Das passt. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das war lecker. Am 19. Dezember habe ich 20% Protein-Schoko-Crunch drin. Vegane Proteinquelle ist das. Und ja, da haben wir einmal dieses Müsli hier. Und da sehen wir halt auch super leckere Bestandteile. Diese Schoko-Knusperstückchen, Sojaflocken, Zartbitter-Schokoladenplättchen. Das ist eher was für meinen Freund oder wenn ich mal irgendwie das Haus putze, ne, und dann halt auch irgendwie ein bisschen mehr Kraft brauche, kommt das ganz gut. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Es geht dem Ende entgegen und ich finde es blöd. Honey and Nuts, das ist mit Honig und Nüssen. Oh, aber was für geile Haselnüsse haben wir da drin. Das sieht auch richtig super aus. Also wirklich, dieser Adventskalender ist halt wirklich was für Müsli-Fans, ne? Die auch so auf eine Geschmacksreise mitgenommen werden, wollen unterschiedliche Sorten ausprobieren möchten, ne? Genau, Haselnüsse, Cashewkerne, Mandeln, Honigflocken. Für mich ist es halt volle Elle was. Also dieser Adventskalender, so wie er hier steht, den hätte ich mir sonst definitiv auch selber gekauft, ne? Aber mein Müsli ist ja auch wirklich schon ein langfristiger Kooperationspartner von mir. Und deswegen habe ich jetzt so die Möglichkeit, euch das einfach mit einem Rabattcode an die Hand zu geben und euch eine Verlosung auch noch mit anzubieten. Also von daher, das ist doch schon mal ganz nice. Und ja, das spricht mich sehr an. Aber da muss ich aufpassen, das wird wahrscheinlich auch meinen Freund sehr ansprechen. Hört sich immer so an, als hätten wir hier den übelsten Futterneid zu Hause, ne? Es fühlt sich hier manchmal echt so an. Am 21. Dezember habe ich Blackberry Granola hier drin. Eieiei, das ist richtig nice. Da haben wir Brombeeren mit dabei, wir haben Erdbeeren, wir haben Chiasamen am Start. Und so sieht das dann von innen aus. Es sieht auch richtig, richtig schmackhaft aus. Auch hier wird sich dann die Milch wieder so schön einfärben. Ich finde es super. Ja, richtig lecker. Ich vermute, dass das mein Freund sich unter die Finger reißen wird und das ist okay. Ich würde es aber auch wohl gerne essen. Salted Caramel Brownie. Das ist ein Bio-Müsli mit gepufftem Getreide, mit gesalzener Karamellfettglasur und Kakaokeksen mit Zart-Bitter-Schokolade. Das hört sich an wie ein Dessert in einem Restaurant, Leute. Das ist ja wohl mal der Wahnsinn.
richtig cool. Da habe ich auf jeden Fall auch selber richtig Bock drauf, aber vielleicht mein Freund. Ja, das kann er gerne haben. Dann nehme ich nämlich die 23. Hier habe ich Berry White Shock drin. Das ist auch einer meiner Lieblingssorten, einfach weil wir hier Beere drin haben und weiße Schokolade. Das ist halt, ne, habt ihr ja wahrscheinlich gerade schon ein paar Mal mitbekommen, voll mein Ding. Weiße Schokolade und Himbeeren sind hier mit am Start und das ist einfach super. Trommelwirbel für den 24. Dezember. Zum einen bekommen wir hier einen exklusiven Gutschein, dass man hier ohne Mindestbestellwert für 10 Euro shoppen gehen kann. Das finde ich richtig nice. Also hier steht dick und fett drauf, kein Mindestbestellwert. Bis zum 31.12.2025 kannst du dich entscheiden. Bis dahin hast du alle Handsorten durchprobiert, dass man da einfach mal so seinen Favoriten nachbestellen kann. Das finde ich richtig cool. Und hier steht es dann nochmal, es gibt keinen Mindestbestellwert für das Einlösen dieses Gutscheins. Das heißt, dass man das auch wirklich mit in den Preis oder in den Wert theoretisch mit einrechnen könnte, ne? Wenn man wüsste, wie viel so eine Einzeldose wirklich im Handel kosten würde. Und hier haben wir auch eine Sondersorte drin. Schoko Orange Crunchy. Das ist Biomüsli mit Hafer, Knusperstückchen, mit Lebkuchengewürz, Schokoladenkeksen und Orangengeschmack und Mandeln. Ah, das sieht super ansprechend aus. Aber Orange ist halt wirklich so mein Ultra... weiß ich nicht. Ich habe da eben einen Stern gesehen. Da. Trau dich. Ich glaube, der dockt hier so ein bisschen vorne an, aber man kann ihn nicht so gut sehen. Da sieht man ihn vielleicht. Ne? Da sind so einige von diesen Sternen drin, was wunderschön aussieht. Ah, mit Orange, da muss ich wirklich mal gucken. Ne? Aber Bock drauf habe ich definitiv. Da haben wir den Klopper ausgepackt, ne? 24 wunderschöne Müsli-Sorten haben wir hier mit drin und dann noch den 10-Euro-Gutschein, was ich auch richtig schön finde, dass man da halt nochmal sein eigenes Müsli in groß nachbestellen kann. Den Deluxe packen Nicole und ich auf jeden Fall auch noch aus. Aber hier haben wir einmal den leeren My Müsli to Go Adventskalender. Ich habe Hunger. Ich habe Bock auf die ganzen Müsli-Sorten. Ich finde, das ist eine ganz tolle Mischung, die hier drin ist. Hat mich wieder dieses Jahr sehr, sehr happy gemacht und auch echt überzeugt. Und ich hoffe euch auch, also dass ihr auch glücklich mit dem Adventskalender seid, denn ich weiß, es gibt viele unter euch, die auf ihn gewartet haben. Link dazu ist natürlich in der Infobox. Vielen, vielen Dank an mein Müsli für die Zusendung und die Realisierung dieses Videos. Ich weiß es nicht. Ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet so ein bisschen einen Einblick in den Adventskalender bekommen. Wie gesagt, auf alle der 3 Adventskalender bekommt ihr Rabatt und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.